Noch weiter links, du müsstest das sein. Hä? Was? Ah, na super, ja, an dem fahren wir vorbei. Ach so, und dadurch, dass die Kraken so schnell sind, das wird an der Geschwindigkeit liegen. So ein leichter Bug, eigentlich dürften uns wahrscheinlich auch die Quallen nicht erwischen. Sie können es aber, weil sie durch die Geschwindigkeit, die wir aufnehmen könnten, theoretisch durchs U-Boot durch können oder wie? Oder durchglitschen, das ist ja mal böse. Glitschende Viecher. Absolut nicht akzeptabel. Sowas darf nicht existieren. Außer wir sind das glitschende Viech. Ja. Das ist aber leider nicht der Fall. Das ist ärgerlich. Okay, auf zur letzten Kiste. Und dann weg von diesem Teil. Oh, die ist einfach zu finden. Geil. Nein! Weißt du was? Leck mich. Verpiss dich, sorry. Okay, und zurück. Zurück zur Basis, Items aussortieren und dann den letzten Teil plündern. Ey, dann haben wir echt saumäßig viel Gold zum Beispiel. Hätte ich nie gedacht, dass es mal so viel werden kann überhaupt. Wir wollen hoch. Wir fahren sogar am Schiffswrack vorbei, dass wir nachher noch plündern werden. Aber da wir es eh nicht leer machen können, schauen wir uns das später an. Aber auch hier sind die Kisten auffindbar. Oh, das ist super. Blub, 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 blub. Alter, das ist ernsthaft schon... Alter, wie lang ich schon wieder... Währenddessen muss irgendein zweites Let's Play laufen, vorzugsweise Genitos. Ja, wobei bei Genitos bin ich sogar wirklich recht zuversichtlich, dass es läuft bis dahin. Also ich will es unbedingt wieder starten. Hab auch schon mal versucht, ob es geht und es ging einfach scheiße, weil ich alles verlernt habe, was man verlernen kann. Jetzt um die Zeit, also Mist. Würde ich mal sagen. Ja, muss ich morgen spielen. Wird morgen Abend gespielt und auf 720p sogar nur gecodet, also encodiert. Weil ich der Meinung bin, dass ich da schon immer 720p hatte und für Genitos will ich nicht mehr bringen. Tut mir leid, das Spiel ist eh nur 640. Ne, 480p sogar. Die horizontale, horizontale Auflösung, die ist 480p. Okay, aufatmen. Und eine leere Kiste suchen, irgendeine. So. Ja, machen wir erstmal unsere Rohstoffe. Wir haben ganz viel davon. Hey, so viel davon. Oh, oh. Hübsch, hübsch. Euch kann man zusammenlegen. Dann legt man euch dahin, euch dahin, euch dahin. Ihr hier und werdet aufgefüllt. Dann geht's weiter mit so einer Scheiße, die wir eigentlich wegwerfen sollten. Haben wir davon noch irgendwas? Nee, ne? Möbelstücke, weiter geht's. Flor, Blumentöppe. Euch hier hin, Flor da oben hin und euch. Davon haben wir zu viele. Euch hier hin umsatteln. So, genau. Glas haben wir hier ganz viel. Meine Fresse, ein Haufen Mist, den kein Schwein braucht. Ja, von euch können wir auch nochmal schön lagern. Da haben wir ordentlich was gefunden. Geil. Nicht einen einzigen Spare gebaut. Spare gebaut. Euch sollte man nicht vergessen. Ihr kommt alle ins noch zu kochen und ihr werdet so gelagert. Gold lagern wir auch erstmal, weil wir es hier eh gelagert haben. 58 Gold, um Gottes Willen. So viel. Heieiei, geil. Ja, das wird hier immer mehr, was man kochen kann. Das ist super. Kohle kriegt man trotzdem nicht mehr, weil ich da immer noch keinen Extractor drauf gebaut habe. Den langsam, den kann man jetzt auch mal so langsam ablegen. Der wird nie wieder gebraucht werden. Was man dafür nehmen kann, ist der hier. Genau. Super, jetzt können wir auch den Rest leer machen, denke ich mal. Hoffe ich mal, dass es reicht für den Rest. So. Was wir aber erst noch machen, wir gehen nochmal raus. Die Steuerung liegt mir nicht. Suchen uns euch und machen euch alle leer. Weil ihr dürftet jetzt voll sein. Ne, ihr habt sogar noch was. Ah, schön. Aber ihr werdet so langsam leer. Und ich vermute mal, der andere ist mittlerweile voll. Oder beziehungsweise der hat gar nichts mehr zum Abbauen. Alles taken. Und euch auch alle taken.
Ja, die machen das jetzt leer, das passt dann schon. Wer braucht schon Eisen? Den Overpowered nehmen wir mit und hocken auf Kohle irgendwo. So richtig genial. Tun mit de den mit der Drohnentaktik auffüllen? Ja, natürlich. Der ist schon geil. Okay, aber trotzdem, du kommst jetzt mit. Komm schon, jawohl. Gut, euch muss ich ja auch noch leer machen, ne? Oh ja, stimmt. Komm her. Mensch. Ja, sei ein Braver. Genau, dich muss man nämlich noch lagern. Dich lagern wir auch noch. Ne, dich lagern wir nicht. Aber dich wollen wir auch noch irgendwie lagern. Komm her. Dich zum Beispiel lagern. Oh, Gottes Willen, woher habe ich das ganze Eisen? Ja, dich können wir auch noch. Ich muss wegstecken. Oder kann ich irgendwo zusammen fusionieren? Ne, kann ich gar nicht. Scheiße. Ja, merken, es ist nicht klug, Extraktoren allesamt auf einen Rohstoff zu stellen, außer man möchte diesen Rohstoff absolut übertrieben oft haben. Denn jetzt kann ich das machen und das und das und das und das und das und das und shit. Oh fuck. Eine komplette Kiste voll mit 75 Eisen. Kacke. Ah ja, ich dachte, das wär's dann gewesen, aber das war's wohl scheinbar noch nicht. Mist. Aber sauber. Die machen leer. Die machen wirklich leer. Silber, was können wir mit Silber machen? Wie war denn das? Silber war Overpower-Zeug, ne? Genau, euch müssen wir auch lagern. Okay, ja, euch lagern wir hier, ne? Aber mal sowas voll total übertrieben viel. Okay, ja, das soll jetzt erstmal genug sein. Du hast Mangan, hast du noch? Ja, stimmt, du hast Mangan. Ich will kein Mangan im Moment dabei haben. Da wir eh nur plündern brauchen, können wir euch alle wieder lagern. Euch brauchen wir im Moment nicht und euch werden wir wahrscheinlich nie wieder brauchen. Es gibt keinen Grund mehr, Kraken zu attackieren. Der Krieg ist vorbei. Die Rohstoffe bei uns. Kraken haben verloren. Wir sind cool. What? Bitte nicht glitschen. Danke. Kriegt eine Reihe und dann seid ihr zufrieden. Und mit seid ihr zufrieden meine ich, habt ihr zufrieden zu sein. Es ist mir nicht egal, ob ihr seid oder nicht. Und das Jellyfish-Zeug tun wir auch noch schnell lagern. Und das Glas auch noch. Yay. Wenn wir sonst nichts zu tun haben, außer die ganze Zeit durch die Gegend zu rennen und irgendwelchen Scheiß zu lagern. Ja, so langsam gibt es so zwei, drei Dinge, wo ich mir denke, man könnte das mal lassen. Jetzt machen wir noch die Kisten leer, harvesten das restliche Gold. Wieso habe ich dich so rumgeparkt? Ich hätte dich nicht so rumparken sollen. Fick dich. Fick dich, du Kackviech. Geh verrecken. Okay, wo müssen wir hin? Wollen wir wirklich jetzt nochmal Kohle harvesten? Das lohnt sich nicht so wirklich, ne? Ja, wir kommen eher an Kohle vorbei, von daher können wir da mal hin. Das passt dann schon. Aber das ist auch der einzige Grund, da jetzt nochmal was hinzustellen. Ich hoffe mal, die Kohle war noch nicht angefangen. Wir haben jetzt wieder einen leeren, glaube ich, ne? Ne, die sieht nicht angefangen aus. Mist. Nein! Dich brauche ich nicht, ich brauche den anderen. Wo ist der andere? Du hast noch die Basen. Oh Gott, ja, gib her. Bringt ja doch nichts. Eins. Komm her. Ja, okay, oder bleib da, ist mir auch egal. Zwei. Weg da. Drei, vier, fünf und eine letzte. Sechs.
Ja, dich können wir. Ich euch mach mal jetzt ein Take All. Nein! Ernsthaft! Fick dich! Eins. Zwei. Wer das kommt übrigens Gegner und wollen uns attackieren. Ist mir egal. Bin mir sicher, was abgebaut zu haben. Und zwei, drei, vier, fünf. Leck mich fett. Könnt mich alle mal, ey. Waren es das jetzt alle? Hab ihn sogar noch erwischt, haha. Okay, was wollten wir jetzt machen? Fick dich, Mann! Da ihr ja an eh nichts könnt, gehen wir in die Sicherheit. Ja, jetzt habt dann, ne? Leckt mich doch alle, ey. Wo ist der Rest von den Drecksviechern? Ach, nicht mehr da. Na super. Nein. Okay, wir müssen jetzt hier alles taken, aber einzeln, denn wenn wir es zusammen taken, wird's gestackt. Du stackst nirgends, ne? Aber Hauptsache, da tust es. So. Einmal zusammen, dann passt das schon. Ja, der harvestet jetzt Kohle und nichts anderes, weil das auch gut so ist. Komm, schwimmt weiter. Leckt mich alle fett! Mach den kaputt. Los, mach den kaputt. Ja, natürlich da hinten. Ja, habt ihr sonst nichts zu tun, ne? Wo ist dein Fleisch? Ach, du lebst noch, hä? Freundchen, komm. Macht ihn kaputt. Jawohl, genau so gehört sich das. Brav. Haha, leck mich. Besser als du. Ach, die werden hier jetzt nach und nach alle angelockt, ne? Dann bringt es eigentlich nicht viel, das Fleisch einzusammeln, weil das wird immer mehr. Da hinten blutet es. Das heißt, hier hinten gibt es Fleisch irgendwo. Oder auch nicht. Da gibt es nochmal Fleisch, schön. Okay, der Rest soll mir jetzt mal egal sein. Das kostet nämlich auch alles Atemluft. Die uns aber egal sein können. Wir fliegen eh zu einer Basis. Okay. So, nach unten, 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 nach unten. Ganz tief in die Tiefe hinein. Oh, jetzt wird's ganz dunkel. Anhalten. Ja, natürlich, der nächste Fressfeind leckt mich alle fett. Das ist ja echt kacke, das bringt ja echt gar nichts, dieses Licht. Das ist auch schade. Komm, runter mit dir. Und hoch da. Okay, die ist leer, das heißt, wir haben alles richtig gemacht. Yay. Ein Extractor, warum auch nicht? Okay, was wollen wir jetzt machen? Ich mache erstmal ein Kopfhörer ab und hole mir mal wieder was zu trinken. Das heißt, ihr guckt einfach eine Sekunde lang auf das Schiff. Vielleicht auch 2 Sekunden oder 10. Oder auf die Karte, damit wir planen können. Wir fangen dann an. Bei der machen dann andersrum. Ist andersrum als geplant, aber auch nicht schlimm. Wenn wir fertig sind, machen wir den leer. Gehen in die Basis, machen noch was zu essen. Dann beenden wir das Let's Play, würde ich sagen. Mir fällt jetzt nichts mehr ein, was wir dann noch machen könnten. Danach sollte alles fertig sein. Nö. Ich fliege dann vielleicht auf Ding nochmal einmal am Rand entlang. Guck, ob man noch eine vierte Drohne findet. Hier oben halt. Da oben ist nicht alles erkundet. Fällt mir gerade so auf. Da ist Mist.